Schönen guten Tag bei der Firma Hype im Hinterhof. Mein Name ist Pierre Kreuz. Ich bin im Außendienst zuständig und ich möchte heute mal die Soundbar von der Firma Bauer & Wilkins mal erklären, die wir bei uns im Angebot haben für einen tollen Preis von 890 Euro. Wenn Sie die Soundbar zu Hause haben, die ausgepackt haben, dann ist wichtig, beide Geräte aus, das heißt der Fernseher soll aus sein, die Soundbar ist eh erstmal aus. Erstmal die HDMI-Kabel ranstecken, das heißt Sie gehen vom Fernseher aus, egal ob Samsung oder Panasonic oder Sony. Bei jedem Fernseher, bei den neuen Fernsehern gibt es einen HDMI-Ausgang bzw. Eingang, da steht daneben ARC, der steht für diesen Audio Return Channel übersetzt. Und der macht folgendes, dass er über diese HDMI-Leitung den Ton vom Fernseher wieder zurückschickt, auch in Dolby Digital. Und mit diesem Kabel gehen Sie aus diesem HDMI-Ausgang vom Fernseher raus, gehen in die Soundbar, in den Monitorausgang rein. Da steht direkt bei der Soundbar hinten dran, Monitor Out. Und wenn Sie die verkabelt haben, plus eben, wenn Sie noch wollen, können Sie auch gerne noch einen Blu-ray-Player an die Soundbar anschließen. Wie gesagt, er hat drei HDMI-Eingänge. Wichtig ist, die Soundbar kann kein 4K durchleiten. Das heißt, immer nur Geräte anschließen, die kein 4K machen. Wenn Sie ein Gerät haben, was 4K hat, dann bitte das Quellgerät, also den Blu-ray 4K-Player, an den Fernseher direkt anschließen. Und wenn Sie alles angeschlossen haben, dann erst Strom einschalten. Und dann würde ich mal zeigen, zum Beispiel am Beispiel eines Samsung-Fernsehers, falls automatisch kein Ton kommen sollte, wie Sie diesen Ton aktivieren. Dazu geht man einfach bei dem Fernseher ins Menü rein und geht in die Haupteinstellung rein, in dem Fall ist das oberste jetzt Bild und wir gehen runter zu Ton und dort hat man einmal bei Samsung die Möglichkeit Lautsprecher auswählen und in dem Fall hat man einmal den TV-Lautsprecher. Wenn der Fernseher diese Soundbar erkennt, aktiviert er automatisch auch die Soundbar. Wenn es mal nicht so sein sollte, geht man einmal hier runter zu, in dem Fall heißt die jetzt nicht Soundbar oder Panorama, sondern Samsung hat sich entschieden, hier Receiver reinzuschreiben und aktiviert hier einmal den Receiver, drückt einmal OK und kann dann hier wieder mit Schließen rausgehen und dann mit Return oder Exit das Menü verlassen. Jetzt ist der große Vorteil, wenn es alles über diese HDMI-Kabel läuft, dass man alles den Ton mit einer Fernbedienung regeln kann. Das heißt, Sie brauchen nicht mehr diese kleine von Panorama, die dabei liegt, sondern Sie können alles mit der eigentlichen Samsung-Fernbedienung oder nachher mit der Sony-Fernbedienung laut und leise. Das heißt, wenn ich jetzt die laut und leise regel, sehen Sie schon hier dieses Menü, soll so ein Verstärker darstellen. In dem Fall ist damit aber die Soundbar gemeint. Und Sie regeln automatisch die Lautstärke der Soundbar. Wenn Sie den Fernseher ausschalten, geht die Soundbar mit aus. Und wenn Sie später wieder den Fernseher anschalten, erkennt der Fernseher diese Soundbar und die internen Lautsprecher werden deaktiviert und die Soundbar wird automatisch dazugeschaltet. Das heißt, Sie brauchen kein zweites Gerät an- und abzuschalten, funktioniert alles automatisch über dieses HDMI-Steuerkabel per CC-Protokoll oder ARC. Wenn Sie merken, der Ton kommt jetzt nur über diese TV-Lautsprecher, dann einfach nochmal ins Menü reingehen von dem Fernseher und hier zu Einstellungen reingehen und dann sieht man hier schon Tonausgabe, Receiver und dann kann man hier hin und her schalten. Und dann kommt wieder dieser HDMI-Receiver, damit ist die Soundbar gemeint und dann läuft der Ton auch wieder. Beim Sony-Fernseher kann es vorkommen, dass es mal nicht erkannt wird. Da würde ich Ihnen gerne mal zeigen, wie man im Menü die HDMI-Einstellung umschaltet, damit die Soundbar problemlos erkannt wird. Also, wir gehen einmal über die Home-Taste. Gehen wir einmal in den Fernseher oder ins Menü vom Sony-Fernseher rein und dann kann man sich hier runterhangeln zu diesen Einstellungen, sind ganz unten, bestätigt einmal wieder mit OK. Dann gehe ich hier runter zu externe Eingänge, bestätige wieder mit OK und dann gibt es ganz unten schon den Menüpunkt HDMI-Signalformat. Dort gehe ich wieder hin. Bestätige wieder mit OK und jetzt gibt es zwei Funktionen, einmal Standardformat und dieses optimierte Format und ich muss schauen, dass ich auf diesem Standardformat bin und dann funktioniert die Soundbar auch wunderbar.
Wichtig zu erwähnen ist nochmal, wenn Sie ins Menü von der Soundbar kommen wollen, brauchen Sie ein Quellgerät, was an der Soundbar angeschlossen ist. Das kann ein Amazon Fire TV sein, das kann ein ganz normaler Blu-ray oder DVD-Player sein. Und die Auflösung sollte nicht mehr als 1080 progressiv oder interlaced haben. Die meisten DVD, Blu-ray-Player oder ganz normalen Amazon Fire TV Sticks sind eh alle in 1080 Auflösung eingestellt. Man kann viele Geräte auch in 4K-Auflösung hochskalieren lassen, wie zum Beispiel den Oppo-Player, den 103er, den etwas älteren, den nicht 4K-fähigen. Und dann kriegen Sie aber kein Bildschirmmenü. Das heißt, die Auflösung muss mindestens oder maximal 1080 an Auflösung haben. Und dann kann man, wie gesagt, mit der kleinen Fernbedienung von der Soundbar ins Menü rein. Genau. Also das ist jetzt das Hauptmenü und kann jetzt hier oben zum Beispiel zu den wichtigen Einstellungen reingehen, wie Raumgröße oder Klangeinstellungen. Kann man hier den Hörabstand einstellen, wie weit Sie weg sitzen zur Soundbar. Kann einmal nochmal ein Menüpunkt tiefer den seitlichen Versatz, falls Sie nicht ganz mittig zur Soundbar sitzen und aus der Achse raus sitzen, kann man hier nochmal einstellen, wie weit Sie von der Mittenposition entfernt sitzen. Dementsprechend einstellen, rechts oder links diesen Versatz einstellen und kann dann nochmal einstellen die Wände. Da fragt er ein, ob man eben eine harte Wand hat oder zum Beispiel Fensterflächen und kann das dann einstellen. Diese Beschreibung, da steht im Prinzip bei der Soundbar nur drin, mittel, hart und weich. Die Beschreibung ist dann bei der Soundbar liegt so eine kleine Anleitung bei und damit ist dann nochmal erwähnt, was mittel heißt, was hart heißt. Und ja. Und dann kann man nochmal bei Klang, kann man nochmal die Bässe einstellen, den Höhen, Bass-IQ, ob er auf dem Tisch steht, an der Wand montiert ist. Und wenn ein optionaler Tieftöner dran ist, kann man nochmal den Tieftonpegel einstellen. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man so einstellen kann. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie natürlich gerne bei uns anrufen. Ansonsten gibt es bei uns auf der Homepage, bei der Panorama 2, in den Downloads, gibt es eine kleine Anleitung. Und dort haben wir Ihnen nochmal das Wichtigste aufgelistet, was zu beachten ist bei 4K-Geräten, die man anschließen möchte. Und bei Nicht-4K-Geräten, da wird es nochmal kurz erklärt mit dem Audio-Return-Channel, wie die HDMI-Kabel richtig zusammengesteckt werden. Ja, ansonsten wünsche ich mal viel Spaß beim Einrichten, Aufbauen und natürlich beim Hören. Und dann vielleicht bis bald. Tschüss.